Training für Robert Harting. Der Diskuswerfer aus Berlin ist amtierender Vize-Weltmeister und hat gerade seinen Titel als deutscher Meister verteidigt. Nun bereitet sich der 2-Meter-Mann auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in wenigen Wochen vor heimischem Publikum. Über 240.000 Karten sind bereits verkauft. Ich finde es natürlich aufbauend, dass das alles hier ist und nicht sonst da wo. Vor allem haben wir dann wenig Flugbelastung und Anpassungsschwierigkeiten. Ich habe da genügend Fans dann auch dabei, die dann mich auch nach vorne pushen und ich bin auch richtig heiß drauf und ich freue mich. Harting zählt zu den 10 deutschen Medaillenkandidaten bei der WM mit anderen Hoffnungsträgern wie der Hochspringerin Ariane Friedrich oder dem Weitspringer Sebastian Bayer. Insgesamt umfasst der vorläufige Kader des Deutschen Leichtathletikverbandes 74 Athleten, ein Dutzend soll noch hinzustoßen. Die Wettkämpfe starten Mitte August im Olympiastadion. Beim DLV ist die Hoffnung groß, die Krise nach den Olympischen Sommerspielen von Peking scheint überwunden. Wir haben so viele Krisen eingeredet bekommen. Wir haben gearbeitet daran, dass es eben keine Krise ist und ich denke, wir haben unsere Aufgaben ganz gut erfüllt. Wir haben eine große Mannschaft, wir haben eine leistungsstarke Mannschaft, wir haben einige, die Medaillen gewinnen können, wir haben ganz, ganz viele, die platziert sein werden. Robert Harting gibt sich bescheiden, aber ehrgeizig. Ein Weltmeistertitel wäre großartig, doch Titelverteidiger und Olympiasieger Gerd Kanter aus Estland gilt derzeit als schwer zu schlagen. Eine Medaille will Harting allemal mit einem möglichst perfekten Wurf.